19. August 2023, Herbstexkursion von der Ortsgemeinde Bux. Der Transport war organisiert wie alles andere auch. Die Ortsgemeinde Bux sorgt für ihre Bürgerinnen und Bürger und darum können sie einmal auch scharenweise. Herentransport also hier zum Berghaus Malbun und hier ist es losgegangen. Entweder mit einem Transport zum Untersees Malschül oder dann eben mit einer Wanderung. Dann natürlich die Tränke beim Untersees Malschül, nachher wieder zurück zum Berghaus und dort noch ein zünftiger Apero. Also die Ortsgemeinde Bux hat nicht nur Geld und Böden, sondern sie macht auch etwas für die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger. Das ist natürlich beliebt und wir sind natürlich dabei gewesen. Also das Wetter haben wir gut bestellt. Ich habe eigentlich so 25 bis 30 bestellt, aber es wird jetzt halt ein bisschen mehr. Schauen wir. Jetzt ein bisschen vom Ablauf her. Nachher würden wir uns eigentlich sagen, teilen, die nicht so gut zu Fuß sind wegen dem Hinteren laufen. Wir haben zwei Büsse, der Hans Rotenberger und Adrian Rohrer. Wir würden dann mit diesen Leuten zwei Türen hinterher fahren. Und mit den anderen würden Ramona und ich würden dann hinterher laufen. Die Hinten würden uns sicher noch etwas erzählen, wie es jetzt läuft mit der ganzen Bewirtschaftung. Das ist darüber gekommen. Aber zuerst ist jetzt eben losgegangen auf die Wanderung. Es ist tatsächlich auch hier in dieser Höhe oben ziemlich heiß gewesen. Aber die Bürgerinnen und Bürger, ja, die haben durchgehalten. Freude haben sie gehabt. Richtige Freude. Vielleicht das nächste Mal, wenn ihr es nicht verpassen wollt, geht doch auch mit. Das ist eigentlich das Quellgebiet, das wir hier aussen herum haben. Da dürfen weder Geissen, Kühe noch sonst irgendetwas rein, wegen der Verunreinigung. Da wird immer abgehakt, einmal im Jahr. Und dann musst du aber auch meien. Das ist dann halt das andere. Aber wir sehen hier, hat die Vegetation auch relativ weit, weil keine Viecher drin sind. Unten dran ebenfalls. Ja, und das ist halt die Handarbeit, die man hier sieht. Und dann sind sie runtergegangen, die Jugendlichen. Ich habe oben gewartet und gefragt, wie sieht es da unten? Ja, das Plätschere und so weiter. Ja, leider das Weitwinkelobjektiv nicht dabei. Ich habe gedacht, ich warte, ich gehe gescheiter da oben. Nicht, dass da ein alter Mann müssen, unten raufzüchen, man weiss nicht. Aber ganz sicher, ich gehe mal runter. Sie haben aber alle gesagt, es sei wirklich schön gesehen, dort man nicht viel. Aber das Wasser sieht sauber aus und etwas habe ich gehört von 6 bis 7 Grad. Dann ist einer raufgekommen und habe ihn gefragt. Ist sauber gewesen? Perfekt. 1A Qualität. Kann man denken. Das ist das System, das man machen muss. Was musst du alles machen vom EW hier? Ja, es gibt viel zu machen. Fässerwahr putzen, Maier, einfach zum Rechten schauen, der Unterhalt, der halt normal anfällt. Nach dem Fortbildung haben wir ja einen neuen Druckleiter gebaut. Wenn ihr es seht, wenn ihr über den Katzenpuppel fahren vom Fußballplatz, dann haben wir einen Schneider, den wir gemacht haben. Dann haben wir die Leitung vom Fortbildung dran. Und die Aussehen haben wir auch schon mal gemacht. Genau, die vom Vorderberg in Dobrin. Dort hat es noch eine neue Quellfest. Im Dobrin haben wir mehrere Quellfest. Ja.
Ja, saniert die eigentlich. Und die Seeweller haben auch noch Wasser. Nein, haben nur die Puchser haben Wasser. Ah, der Seeweller geht ja nichts, hä? Nein, nicht, dass wir nicht rühren. Also sie können, die Seeweller können von uns Wasser beziehen. Da gibt es einen Austausch zwischen Puchsseeweller und Puchskrebs. Das ist ein Zusammen, ein Miteinander eigentlich. Und das Wasser ist sauber? Das Wasser ist hervorragend. Das Wasser hat eine sehr gute Qualität. Es ist eigentlich auch sehr kalt. Und ja, was man eigentlich braucht, wenn man so sieht. Buchs braucht durchschnittlich, den Tagesverbrauch, wenn du jetzt den Wert annimmst, so zwischen, in der Mittagszeit zwischen 46 und 50 Liter in der Sekunde. Braucht etwa Buchs in der Sekunde. Je nachdem, das Freibad hat jetzt neu auch Wasser aus dem Netz von EW Buchs. Kann man den Verbrauch etwas höher sein oder etwas weniger? Die Bewässerung der Bauern spielt auch eine Rolle. Es kommt ein bisschen auf die Temperatur, ob ihr den Garten tränken und so weiter. Das ist eigentlich. Spielt alles ein bisschen rein. Oder? Schon imposant, hä? Eindeutig imposant oben, die Quellfassung. Eigentlich auch noch eigenartig, aber es gehört wirklich trotz gemein. Buchs ist aber territorial auf Seeflergebiet, ja. Aber eben, man gibt den Seefler ja auch etwas. Das ist Sven Baumgartner. Er ist verantwortlich für die Geissen. Das habe ich euch ja schon mehrfach gezeigt. Der Sven ist natürlich einfach ein Freak und die Leute haben ihm interessiert zugelassen, wie das mit den Geissen ist und was es mit den Geissen auf sich hat. Und sie haben auch zünftig ein bisschen Geisskäse gekauft. Das kann man hier oben kaufen. Es ist im Moment eine österreichische Käserin dort, die sich ein Buch schreibt über die verschiedenen Käsesorten. Also es ist wirklich absolut top und professionell gemacht. Professionell sind auch die Gespräche, das habe ich festgestellt, hat das ganze Haufen Leute wirklich wahnsinnig viel verstanden. Und dann unter all denen da, habe ich auf einmal den Werner gesucht und dann hat es mich gewundert, du bist er gelaufen. Dann bist du gelaufen? Nein, es hat zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder läuft der Schwenner und es gibt nichts zu trinken. Oder er fährt mit dem Bus und bringt das Trinken mit. Und dann die Leute mussten sie entscheiden. Und was haben sie entschieden? Haben sie fahren, leider. Jetzt wissen wir das. Und dann auf einmal ist der Thies aufgestanden und hat zur Rede angehoben. Ich rede nicht als Ortspräsident AD, sondern als ein bisschen Lokalhistoriker. Und als Alpenfreund. Ich habe Sven und seine Mitstreiter schon vor ein paar Jahren gedankt für das, was sie hier machen. Jetzt wollen wir einfach wissen, unsere Vorfahren haben die Alpen gepflegt, gerodet, Stallen gebaut und Wege und Steg und Wasserversorgungen. Aber das Vieh ist all schwerer geworden und hat nichts anderes gewusst als Dreien machen. Dritt. Und der Wasser ist fort. Wissen ihr, wie früher unsere Vorfahren die Alpen zum Grünland machten? Aufheben bitte. Sie haben es geschwendet, das heisst das Holz geschlagen, Schild, Schwende, Schwendener. Das hat genutzt, das Holz, und nachher haben sie jahrelang Geiss in die Weiden gejagt, um das aufkommende Holz, Ehl, junge Grötzli und Arfe natürlich im Engadin, zum Leidwesen von den Arfenmöbeln. Aber die Geissen haben das Holz zurückgehebt und haben eine grüne Vedra. Ein Geische Vedra macht. Geische Vedra heisst durch Geissen begrünt. Dort hinten sehen wir Gavadure. Das ist auch Gavadure, heisst ein anderer Rätoromanisch auch durch Geissen begrünt. Und da haben wir jetzt halt immer Schül. Von mir aus kann ich sagen Geissgrün. Aber es ist genau ein Zurückkommen auf die jahrhundertealte Bewirtschaftung der alpinen Lager. Denn das Essen und das Trinken ist hier oben gekommen und nicht dort vom überschwemmten Rintel. Das einfach so. Darum einen herzlichen Dank an all die, die das hier realisiert haben.
Man hat ja da investiert in Millionen im Lader im Laufe der Jahrzehnte. Aber so hat es wieder einen Sinn. Die Weide wird besser, das Produkt ist besser, der Aufwand, den ich betreibe, ist riesengroß. Und wenn man irgendwo noch vom Bund aus helfen kann, in dieser Lage oben, dann ist von mir aus sehr in die und nicht in Hochleistungskühe. Schon zu meiner Zeit haben Buchser Bauern müssen am Grabser Berg oder am ganzen Berg jung ein halbgales Kühli kanten, damit sie es in die Alpen bringen können. Die anderen haben ja nur können laufen da oben. Die 30 Kilo Leistungskühe. Das ist das Problem, oder? Also, so hat sich da wieder etwas ein bisschen reguliert zum Guten. Danke vielmals. Der Dies wieder lebt und lebt. Ja, gelernt ist ein Gelerner. Schulmeister, ehemals Ortspräsident und jetzt der Werner. Wir haben ja vor ein paar Jahren haben wir ja die ganze Unterkunft haben wir ja saniert. Wir sind ja vor ein paar Jahren sind wir noch mal da gewesen, die wir da gewesen, die es angeschaut haben. Man könnte die Unterkunft anschauen, einfach nur den Unterstock. Oben sind Schlafräume. Da gingen wir lieber nicht rein, aber unten dran könnten wir Küche und das Dusche und das Zeug haben wir ja saniert für einen Haufen Geld. Und ist heute noch einwandfrei. Und es ist auch wichtig, so, dass die Leute, die da sind, eine saubere Unterkunft haben und schön können liegen. Die, die sehr haben, wie es früher war, war eine Katastrophe. Es hat eine Foto genommen. So. Und ja, dann vielleicht zwischendrin mal hier schauen, ist frei. Einfach den Unterstock kann man anschauen, weiter darauf gehen wir nicht. Ich war vor etwa zwei Wochen mit dem Ortsverwaltungsrat dort. Übrigens, das sind Käserin. Und der Ortsverwaltungsrat hat geschaut, was hier gemacht worden ist. Der Andreas Rohrer als neuer Präsident ja, ist ja das erste Mal dabei gewesen. Ja, es ist wirklich sehr, sehr viel gemacht worden, wenn man gesehen hat, was vorher da war. Das ist ja so eine Küche, man kann da heizen. Es ist wirklich eigentlich topmodern. Würde man sagen, auch die Zimmer oben dran sind wirklich extrem super. Und was da investiert haben, die Ortsgemeinde, das ist wirklich absolut top. Und so top ist immer natürlich auch der Käse, der Geisskäse, weit um natürlich eben bekannt. Ja, der Ortsverwaltungsrat nimmt das dann einmal genau, wenn sie mal da oben sind. Sie machen jedes Jahr eine Begegnung, um überall zu wissen, was jetzt zu machen ist, damit sie eben auch immer die Pächterinnen und die Pächter zufriedenstellen können. Ja, das hätte man können anschauen, ich weiss nicht, wie viel das gegangen sind. Auf jeden Fall, nach dem Apero hier beim Unterseis Malschül, ist es dann wieder retour gegangen und der Marsch ist weitergegangen, zurück ins Berghaus Malbun zu einem ordentlichen Apero. Das Berghaus Malbun, übrigens unter neuer Pächterschaft, da bringen wir einen separaten Beitrag noch. Ist wirklich absolut top, wie die neue Pächterschaft das organisiert, macht. Es ist absolut schön, dass es so ein Berghaus auf dieser Höhe gibt und werdet auch sehen, das Berghaus ist international bekannt.